Wenn du meine Videos schon eine Woche vorher sehen möchtest, dann schau unbedingt auf watchbetter.com. Das ist eine Videoplattform wie YouTube, nur von Deutschen aufgebaut und noch relativ jung. Ich möchte sie unterstützen, da sie klimanegativ sind und alle 2000 Watchminuten einen Mangrovenbaum pflanzen. Das heißt, fürs Klima aktiv was tun. Wenn auch du was tun möchtest, schau dir meine Videos eine Woche vorher auch auf watchbetter.com an. Den Link dazu findest du unter dem Video bequem zum Draufklicken. Wenn ihr auf Watchbetter seid, dann könnt ihr einfach in der Übersicht nach Outdoor suchen. Dort findet ihr mich. Und wenn ihr ein Video von mir gefunden habt, dann könnt ihr da auch ganz bequem auf meinen Namen klicken und kommt dann so zu meinem Kanal. Drunter findet ihr die neuesten Videos, also damit auch immer die, die es sozusagen auf YouTube noch nicht gibt. Und wenn ihr alte Videos anschauen wollt, dann, wie gesagt, klickt ihr einfach hier drauf und dann öffnet sich mein Kanal und ihr könnt auch sehen, wie viele Bäume wir schon gemeinsam gepflanzt haben. In meinem Fall, weil wir ganz frisch ja mit dieser Plattform angefangen haben, ist es erst ein Baum, aber ich hoffe, mit eurer Hilfe werden das noch ganz viele mehr. Daneben seht ihr die CO2-Kompensation und auch, wie viele Videos ich schon hochgeladen habe und wie viele Views die haben. Darunter findet ihr dann schön übersichtlich auch nochmal die neuesten Videos und wenn ihr weiter nach rechts scrollt, dann findet ihr auch die älteren. Darunter findet ihr dann die Top-Videos und wenn ihr jetzt auch andere Kanäle anschauen mögt, dann zeige ich euch auch da nochmal die Übersicht. Wenn ihr jetzt auf die Hauptübersicht nochmal schaut, dann findet ihr oben ganz verschiedene Beiträge. Watchbetter ist ja sozusagen dafür bekannt, dass es nur ausgewählte Content-Creator gibt. Und oben findet ihr eben dann zum Beispiel unter Haustiere auch nochmal Unterkategorien, genauso wie im Wohnen, kreative Hobbys oder auch zum Beispiel Reisen, findet ihr eben dann zu den Themen euren Content. Wenn euch das Unternehmen noch etwas genauer interessiert, könnt ihr einfach oben auf den Info-Button klicken und seht dann alles, wie das mit den Bäumen funktioniert und auch die CO2-Einsparungen und wie viele Views sozusagen immer für einen Baum dann geklickt werden müssen. Hier seht ihr auch, dass es wie gesagt ein deutsches Unternehmen ist und damit möchte ich es einfach unterstützen. Ich fand die Jungs total sympathisch, wir haben schon öfters telefoniert und insofern hoffe ich, dass wir uns auf Watchbetter auch bald sehen, genauso wie weiterhin auf YouTube. In diesem Sinne kümmere ich mich jetzt mal um die nächsten Bäume und tschüss, bis zum nächsten Mal.